in Bayern ist man ready, bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Hier haben wir die Schneerose und Kamille. So schaut die Schneerose aus. Rote. Hier haben wir Bärlauch, die Tulpen. Hier haben wir den Mandelbaum. Ja. Da ist alles beschrieben. Ja. Hier haben wir den Gurkenkraut oder Porridge. Hier haben wir Baum, Sommerblumen und die Stiefmütterchen und die Sommerblumen. Weiße Schneerose. Die Nordmandanne und der Rhabarber treibt super aus. Ja. Und der Kaki-Baum treibt auch super aus. Hier ist alles beschrieben. Ja. Hier sind die Stiefmütterchen und die Rose. Und hier sind die Stiefmütterchen. Hier haben wir gerade Zitronengras pickiert und jetzt haben wir ein bisschen gießen. Ja. Hier haben wir den Birnbaum, hier haben wir den Blüte. So schauen die Birnen, die Birnenblüten aus. Haben wir haufenweise. Da. Ja, schaut ganz gut aus. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch. Schaut's in die Videobeschreibung.